Hallo meine lieben Freunde, euer Panipanik ist wieder da und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Heute gibt es eine neue Folge Serientalk. In der heutigen Folge dreht sich alles um die wunderschöne Serie Alfred Jodokus Quack. Eine wunderschöne Zeichentrickserie, die ich seit meiner frühesten Kindheit her kenne. Und ich erzähle euch ein bisschen, was ist Alfred Jodokus Quack überhaupt? Wo kommt das her? Wer hat das erfunden? Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Erfunden wurde Alfred Jodokus Quack übrigens von Herman van Veen, einem niederländischen Schriftsteller, Schauspieler und Songwriter. Bei Alfred Jodokus Quack handelt es sich um eine Multikulti-Produktion. Es hat nicht nur Deutschland an dieser Serie mitgemacht, sondern auch Japan, die Niederlande, Finnland und Spanien. Doch worum geht es in dieser Serie eigentlich nun? In Alfred Jodokus Quack geht es um die namensgebende Ente Alfred Jodokus Quack. Jodokus bedeutet übrigens so viel wie Witzbold oder Scherzkeks. Na jedenfalls, Alfred verliert schon als kleines Kind seine Eltern und seine Geschwister bei einem tragischen Verkehrsunfall und wird seitdem von dem liebenswerten Maulwurf Henk aufgenommen und großgezogen. Gemeinsam setzen sich Alfred und Henk nun für andere Tiere ein und wollen halt den anderen Tieren helfen, wo es nur geht. Und in dieser Serie geht es sehr viel um, es werden sehr, sehr viele politische und gesellschaftskritische Themen kindgerecht bearbeitet. Es gibt Folgen, da geht es um Doping, um Walfang, Rassismus oder Machtmissbrauch. Und ich mag es an dieser Serie einfach, dass gerade solche Themen wie Rassismus oder sowas wie Machtmissbrauch oder wie der Hunger in der dritten Welt, dass das so toll für Kinder aufgearbeitet wird, dass selbst kleine Kinder verstehen können, was hier das Problem ist und worum es hier eigentlich geht. Und ja, das finde ich an dieser Serie ganz besonders toll. In dieser Serie tauchen auch sehr, sehr viele Figuren auf, wie zum Beispiel Olli, der Storch, das ist der beste Freund von Alfred, oder Stibitzi, die Elster, oder der Elster? Ich wusste immer nicht genau, ist Stibitzi jetzt männlich oder weiblich? Wenn ihr die Serie kennt es wisst, dann schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, ist Stibitzi jetzt männlich oder weiblich? Und dann gibt es natürlich noch die Figur, die wahrscheinlich alle kennen aus der Serie, nämlich Kra. Die Krähe. Kra ist sozusagen der Erzfeind, also der Bösewicht in der Serie. Und guckt euch den Typen doch mal genauer an. Also, er hat einen gewissen Touch von Hitler, wie ich finde. Und das meine nicht nur ich so, sondern googelt einfach mal im Internet nach Bildern von Kra. Ihr werdet so viele Ähnlichkeiten mit Hitler finden. Das ist nicht normal. Guckt euch den Typen doch mal an. Also, wenn der nicht Hitler sein soll, dann fresse ich einen Besen. Mit Stumpf und Stiel. Und obwohl diese Serie schon bald 30 Jahre alt wird, hat diese Serie meiner Meinung nach nichts von ihrem Charme verloren. Ich finde auch, das ist eine Serie, die kann man sich heutzutage immer noch ohne Probleme angucken, ohne Angst davor zu haben, an Augenkrebs zu erkranken. Das ist wirklich eine wunderschöne Serie, die ich mir heutzutage immer noch super gerne angucke. So, meine lieben Freunde, das war's nun mit der heutigen Serientalk-Folge. Ein bisschen kurz, aber knackig. Und jetzt würde mich natürlich mal interessieren, kanntet ihr Alfred Jodokus Quack? Wenn ja, wie fandet ihr die Serie oder fandet ihr sie vielleicht doof? Das kann ja vielleicht auch sein. Ich jedenfalls mochte diese Serie sehr, sehr gerne. Vor allem die wunderschöne Titelmelodie mit Plitsche, Plitsche, Feder, was mag doch jeder, geh schon mal nach Haus.
Oder auch das Ending von der Serie mit Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. Ja, ich weiß, ich kann nicht singen, ich höre schon auf. Ja, schreibt mir doch bitte mal was in die Kommentare, wie ihr diese Serie fandet. Und ja, abonniert mich, wenn euch meine Videos gefallen. Euer Pani Panik sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.